Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, in der letzten Folge haben wir ja besprochen, dass wir in dieser Folge die Quest abschließen. Denn in der letzten Folge haben wir ein paar Boxkämpfe gemeistert, haben eine Runde Gwind gespielt und haben dann entschieden, dass wir in dieser Folge nun dem Baron etwas über Tamara sagen. Denn wir sollten ja nach wie vor Tamara und die Frau des Barons Anna suchen. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Nein. Suchen und ihnen dann Bericht erstatten. Tamara haben wir schon gefunden. Und deswegen würde ich gerne sagen, dass wir dann mal kurz zum Baron gehen. Bevor wir das aber machen, würde ich sagen, dass wir hier erstmal bei der Truhe, bei Ciris Zimmer, ein paar Sachen ablegen, wenn wir können. Weil der Geralt ist ja jetzt schon wieder ganz schön überladen. Hier 6,50. Alter, was wir schon alles gesammelt haben, oder? Ist krass. Das könnte man im Endeffekt verkaufen. So, die Runen hier, die könnte ich eigentlich auch ablegen. Die haben zwar kein großes Gewicht, aber ich brauche die momentan eh nicht. Aber das ist auch, ich nehme sie erstmal mit. Egal. Aber ich kann hier einiges ablegen und so mein Gewicht hier oben, wie ihr gleich sehen werdet, drastisch reduzieren. Das hat schon einen Vorteil, würde ich sagen. Wir können das natürlich auch alles verkaufen. Momentan haben wir aber genug Geld. Und ich ziehe das immer dann vor zu verkaufen, wenn wir es wirklich denn nötig haben. Aber wir haben schon 457 Ohren, 118 Floren, das macht auch schon 354. Läuft, würde ich sagen, läuft. Nun gut, so haben wir ein bisschen Platz gespart wieder. Lass mich hier raus. Und jetzt können wir dem Baron einen Bericht erstatten. So, wo müssen wir denn hier hin? Hier, ne? Genau. Gab es hier noch was? Nein. Gut, Herr Baron, ich bin wieder hier, um Bericht zu erstatten. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ja, das untere haben wir schon gefragt, oder? Naja, ich habe ihr die Puppe gegeben. Ich habe Tamara dein Geschenk gegeben. Wie hat sie reagiert? Wohl nicht wunschgemäß. Sie hat die Puppe weggeworfen. Weggeworfen? Götter. Ich dachte, trotz allem. Oh. Was ist mit Anna? Da weiß ich noch nichts Genaues, aber ich bin ihr auf der Spur. Was hältst du dann, Maulaffenpfeil? Finde sie. Okay. Bis ja, dann. Hätte ja mal ein schönes Danke sein können, aber nein. Jetzt sucht er noch Anna. Das hörte sich eben so für mich an. Ja, okay, gut. Tamara will mich jetzt nicht sehen. Sie hat mein Geschenk, die Puppe, also nicht angenommen. Und, egal, schmeißen wir sie weg, nach dem Motto. Oder eher gesagt, ja, wie sagt man? Das ist gerade echt schwer zu erklären. Ich überlege kurz. Genau, mich interessiert jetzt an Tamara nicht mehr. Sie will eh nicht mehr zu mir zurückkommen. Also, sag mir was von Anna. Anna haben wir allerdings noch nicht gefunden. Das bedeutet, wir haben da noch ein Problem. Denn ohne Anna ist der Baron nicht glücklich und wenn der Baron nicht glücklich ist, erzählt er uns nichts Neues über Ciri. Hat Geralt also Arschkarte, könnte man so sagen. So, bevor wir aber jetzt hier die Spuren des Barons weiterverfolgen, würde ich gerne etwas machen, weil wir haben ja schließlich einen Zettel bekommen und ich würde gerne, das kann ich euch auch mal kurz auf der Karte zeigen, dann könnte man hier hinten weitermachen, weil hier hinten haben wir die Fragezeichen noch nicht. Da müsste man dann halt so lange weiterarbeiten, bis wir denn die Frau des Barons gefunden haben. Denn zur aktuellen Standpunkt wissen wir nämlich noch nicht, was mit der Frau des Barons passiert ist und vor allen Dingen, wo sie ist. Sie könnte irgendwo hier halt in Velen sein. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir erstmal, ich zeige euch das mal hier auf der Karte, hier den Ponta überqueren. Hier rüber.
Und dann... Ich bin dann überlegen, ob wir dann erstmal hier die Ausrufezeichen einsammeln. Und dann erstmal die Anschlagbretter, wie hier unten, abreiten. So das Größte. Na, da oben wahrscheinlich noch nicht. Das ist zu weit weg. Hier, da. So, halt erstmal die Anschlag-Tabellen abreiten, Tafeln. Und dann irgendwann, weil wir haben ja jetzt schließlich auch hier die angenommen. Das heißt, hier haben wir ja auch ein paar Fragezeichen gemacht. Dann halt irgendwo einen Punkt aussuchen, den fixieren. Am besten hier weitermachen dann. Und dann einfach nach und nach als Aberntenden. So kommen wir auch voran und so kommen wir auch vielleicht mit einigen Quests voran. Ich denke mal, das ist eine gute Idee. Denn da, mein Problem ist immer bei so einer riesigen Spielwelt, was macht man jetzt als Nächstes? Ich könnte natürlich auch so machen, dass ich sage, ja, lass uns mal die komplette Hauptstory machen. Gut und schön. Das Problem ist allerdings nur, dann ist die Hauptstory fertig. Und es bleibt auch noch viel im Spiel übrig. Das heißt, es wird recht langweilig. Natürlich kann man das auch so wie ich machen jetzt. Sagen, hier, wir machen die Hauptquest. Quatsch. Das erzähle ich heute wieder für ein Bullshit. Nebenquest. Die ganzen Fragezeichen und so. Und kriegen natürlich momentan noch nichts über die Hauptquest mit. Aber da habe ich ja eben schon was gemacht. Und ich würde sagen, das ist auch immer so eine gute Idee, dass wir ein Stück der Hauptquest machen, dann ein Stück der Fragezeichen und Nebenquests machen und immer so hin und her, dass man da halt von allem etwas so ein bisschen hat, ne? So, das war hier wieder ein bisschen Auflockerung. Jetzt nutzen wir aber natürlich mal wieder Quen. Ich liebe mittlerweile Quen und wir bauen Quen sowas von noch aus, denn Quen wird später, wie ich schon öfter mal gesagt habe, wenn ihr Witcher spielt, skillt auf Quen, denn Quen ist später eure, ja, wie sagt man, Lebensversicherung sozusagen. Denn es entscheidet manchmal echt über Leben und Tod und in den meisten Fällen, wo ich hätte sterben sollen, dank Quen überlebt. Deswegen, der Zauber ist echt cool, besonders wenn man den noch ausbaut, also mit den Stufen und so. Dann ist Quen echt nicht zu vernachlässigen. Ja, was haben wir denn da für Monster? Ach, ein Bandit! Dieser Gestank. So. Das waren zwei Banditen hier. Kann das sein, dass das deswegen dieser Typ hier nicht rauskommt aus dem Käfig? Der ist doch da noch, ne? Ne, der wird hier mir nicht mehr angezeigt. Ach so, jetzt verstehe ich auch das Symbol. Der wird mir ja angezeigt, weil hier ein Händler war, der in Not war. Ach so. Das erklärt mir dann natürlich auch alles, ne? Oh ja, haben wir schon eingesammelt. Hier sind wir ja eh in der Nähe des Pontas. Ich würde auch vorschlagen, dass wir, wenn wir den Ponto überqueren und überall dahin gehen, wo wir hingehen, schon mal die nötigsten Sachen einsammeln und so und machen. Schrecklich, diese Gebühren. Alle Sünder werden im ewigen nicht Feuer brennen. Aber du entscheidest, wer passieren darf, nicht Radovid. Ich rate dir, mach einen großen Bogen um Teufelssprung. Nun gut, also wir dürfen ja den Ponto überqueren. Wir haben ein gewisses Privileg dafür. Oh. Alter, seht ihr da oben die Leichen, die da schon sind? Alter Schwede. Lang lebe Radovid. Mach so weiter, dann knack ich dir den Schädel. Alter, was für eine himmlische Atmosphäre. Na ja, gut, nicht hier unbedingt hier vorne, aber wenn man hier so reinkommt ins Lager. Grenzposten. Richtig cool gemacht. Für solche Sachen liebe ich ja Witcher oder allgemein Rollenspiele. Diese Auftritte mit, wie soll ich sagen, unheimlich geiler Umgebung, gepaart mit super, super, super guten Soundtrack.
und stimmungsvoller Ambiente. Einfach nur wunderbar. Aber darf ich hier mitnehmen? Ich weiß es nicht, aber ich mache es ganz einfach mal, solange mich keiner sieht. So bereichert sich der Geralt schließlich doch bei den Redaniern. Ich glaube, das sind Redanier hier, ne? Müsste ich mal gleich gucken, aber ich glaube, das sind Redanier. Seid ihr Redanier, werte Recken? Redanische Soldaten. Ja, tatsächlich. Alles klar. Nun gut, nun gut, nun gut. Können wir hier auch wieder hoch. Hier waren wir überall. Hier haben wir alles eingesammelt. Auf dem Tisch ist hier nichts mehr, ne? Nee. Hätte ja sein können, ne? Man weiß ja heutzutage nie. Hier gehe ich mal von aus, sollte ich nichts klauen. Ich kann es mal probieren, aber... Ach, das gilt nicht als Stadt, sondern als Außenposten. Das heißt, ich darf klauen. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Alles klar, gut, dass ich... Mach so weiter, dann knack ich dir den Schädel. Gut zu wissen, dass ich hier klauen darf. Weil das anscheinend zu so einem Außenposten gehört, was nicht unbedingt eine Stadt symbolisiert. Denn wenn man innerhalb, wie gesagt, Städte oder so klaut, reagieren die Wachen etwas allergisch. Ist zwar nicht unbedingt 100% authentisch, weil auch hier müssten die eigentlich allergisch reagieren. Aber, ja, zum Glück oder viel Glück für mich halt, ne? Kann ich alles einsammeln, mich bereichern, wunderbar. Was will man mehr eigentlich? Oh, hier oben hätte ich hier nicht hingebraucht, hier ist nichts. Aber das weiß man ja vorher nie. Oder oben drauf, aber Palisade ist auch nichts. Dann würde ich sagen, lass uns hier mal weitergehen. Das sind Sandsäcke, das sind keine Waren, die wir looten können. Hier ist soweit auch nichts. Doch, da oben. Natürlich hier unten auch noch, aber... Ach, Leute. Geralt, hoch da. Wir wollen erstmal da oben hin. Geralt. Danke. Da wollte eben nicht. Dimeritium-Erz. Ich glaube, da könnte man super Sprengstoffe mit herstellen. Und vielleicht sollte man da mal auch ein bisschen mehr drauf eingehen, so auf Alchemie und Tränke, Salben, Bomben etc. Habe ich bisher einfach viel zu wenig gemacht. Aber ich muss auch sagen, müssen wir auch momentan echt gar nicht, ne? Wir sind so overpowered in unserem Bereich mittlerweile. Klar, es gibt Gegner, die wir noch nicht schaffen, aber die sind im Normalfall auch ja, gut 10 Level über uns, haben Totenkopfzeichen. Ne? Also da muss man dann überlegen, ob man die wirklich schon herausfordern möchte oder nicht. Im Normalfall ist es so, dass es sich eigentlich nicht lohnt. Du kannst passieren. Ja, weiß ich, ich hab einen Pass. Krieg wieder unter deinen Stein. Also auch cool gemacht hier mit dem Boten, oder? Finde ich echt cool. Naja, gut. So. Speichern wir hier. Und dann würde ich sagen, lesen wir noch ein Buch oder so. Und da war es das für diese Folge. Wir haben nämlich einiges dazu bekommen. Hier diese Sachen. Hier, Achtung, Trolle. Brauchen wir nicht vorlesen. Die haben wir ja bei der Anschlagtafel schon abgeholt und gelesen. Es wäre ja blöd, wenn wir die wiederholen einfach. So, hier haben wir allerdings ein paar Bücher bekommen, die wir noch nicht gelesen haben. Machen wir mal das Massaker von Zentra. So. Die Reiterkavalkade donnerte über den blutgetränkten Hof. Sie sahen niemanden an. Sie stellten keine Fragen. Sie wussten genau, wohin sie gingen und wozu. Sie wollten die alte Königin töten und sich der zintrischen Prinzessin bemächtigen. Zintrischen Prinzessin, könnt ihr ja wahrscheinlich denken, ist Ciri. Was aus dieser werden würde, war ungewiss. Calante hatte sich mit ihren treuesten Untergebenen in der Burg verschanzt. Doch wurde sie von Steinmauern und einem durch Zauber versiegelten Tor geschützt. Doch allen war klar, dass weder das eine noch das andere einen konzentrierten nilfgaardischen Angriff mit Unterstützung durch Magier lange standhalten konnte. Nach 4 Tagen hatten die feindlichen Soldaten die Barriere überwunden. Okay.
Hört sich nicht gut an, aber naja, mal gucken. Gut, ich würde sagen, ich beende die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss.